nächste Rednerin Claudia Gamon von den NEOS. Danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister. Wir haben heute sehr viele Phrasen und Plattitüden auch gehört zu diesem Thema. Es ist immer wieder um Buzzwords gegangen und insbesondere auch der Herr Klubobmann Schieder hat begonnen damit, indem er einzelne, vielleicht unproblematische Erfindungen, die sehr wohl Verbesserungen im Alltag der Menschen mit sich gebracht haben, hervorgehoben haben. Aber ich glaube, um das geht es in dieser Frage gar nicht. Das, was jeder offensichtlich als sofort positiv empfindet, ist ja gar nicht das Problem in dieser Debatte. Es geht hier um eine Haltungsreform, die wir eigentlich uns selbst auferlegen müssen. Eine Reform der Haltung, die wir gegenüber dem Neuen ganz grundsätzlich haben. So ganz im Sinne von vielleicht Star Trek, to go boldly where no man has ever gone before. Aber das machen wir in Österreich ganz sicher nicht, weil technologischer Wandel bedeutet ja eine ständige und vielleicht auch beschleunigte Veränderung von bestehenden Arbeitsplätzen, von bestehenden Prozessen und auch von Berufsbildern und Dienstleistungen, die wir in unserem Land haben. Und das ist das, was man vielleicht auch immer wieder unter Schumpeters schöpferischer Zerstörung zusammenfassen kann, weil es tut ja manchmal auch weh. Es tut manchmal auch weh, aber wir sind oft nicht bereit, diesen Weg zu gehen. Boldly. Es ist technologischer Fortschritt, und das haben wir heute auch schon gehört, ist so alt wie die Menschheit selbst. Aber wir müssen ja nicht glauben, dass dieser Fortschritt gerade jetzt damit beginnt, massenhaft Arbeitsplätze zu vernichten, wenn das in der Vergangenheit nicht der Fall war, wo wir eigentlich im Vergleich zu heute genauso wirklich harte, krasse Veränderungen der gesamten Gesellschaft, der gesamten Landschaft erlebt haben oder wir vielleicht nicht erlebt haben. Ich möchte heute auch ein bisschen zitieren, und zwar Hubert Markl aus einem Essay, das er geschrieben hat über das Buch Wie kommt das Neue in die Welt? Er war Zoologe und Wissenschaftsmanager, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft und hat auch die Blaupause für das IST Austria mitverfasst. Und er hat gesagt, es ist eben erst die hohe Wertschöpfung innovativer Leistung, die viele neue, andersartige Beschäftigungspotenziale freisetzt. Und der Effekt dessen dieser neuen Beschäftigungsmöglichkeiten wird großteils positiv gesehen. Da gibt es immer wieder Studien darüber. Es gibt auch andere positive Effekte, die im Rahmen dessen mit sich kommen, aber natürlich auch Verlierer in dieser Diskussion, die wir nicht verschweigen dürfen. Aber wenn es darum geht, was wir überhaupt möglich machen können, dann haben wir schon noch ein paar gesetzliche Änderungen hier in Österreich notwendig, um diese Landschaft, diese positive Landschaft für neue Entwicklungen überhaupt zu ermöglichen. Da geht es um Fragen der Bildung, Fragen der Entbürokratisierung, Flexibilisierung, was wir heute auch oft gehört haben, die es der Wirtschaft auch ermöglicht, diese hart veränderten Prozesse auch überhaupt absorbieren zu können. Und natürlich auch solche Themen wie Venture Capital, weil ohne das Kapital kann man diese schönen Dinge, Herr Schieder, die Sie heute erwähnt haben, auch nicht erfinden. Und vielleicht, um noch einmal Hubert Markl zu zitieren, der gesagt hat, der freie Markt und die freie demokratische Willensbildung, die freie öffentliche argumentative Auseinandersetzung sind die wichtigsten Rahmenbedingungen, um eine qualitative Leistungsbewertung des Neuen auch zu machen. Weil wir müssen uns auch darüber Gedanken machen, alles was neu ist, wie bewerten wir das? Und haben wir überhaupt als gesamte Gesellschaft die Fähigkeit, diese Bewertung auch überhaupt durchzuführen? Diese neue und notwendige Diskussion zeigt sich an einem Thema, das ich insbesondere hier immer wieder gerne erwähne, und das ist CRISPR-Cas9, die sogenannte Genschere. Die Methode wurde hier nämlich in Wien auch mitentwickelt, und da geht es in der medizinisch genutzten Variante, was sogenannte rote Gentechnik ist, nicht gleich verschrecken, nur weil Gen jetzt vorgekommen ist, wo Wissenschaftler die Hoffnung haben, dass mit Hilfe von CRISPR-Cas9 zum Beispiel auch endgültig AIDS besiegt werden kann, weil man diesen Teil, also diese Andockstelle in den Genen, die bei Menschen dazu führen, dass sie mit HIV infiziert werden, dass dort man diesen Teil rausnimmt und die Genstruktur dieser Menschen danach genauso ausschaut, als wie bei jenen, die zufällig immun dagegen sind. Und das kann eine Lösung sein für viele andere Krankheiten auch, die ganz klar genetische Ursachen haben. Sichelzellenanämie, Chorea-Huntington, Bluterkrankheit, und das kann möglicherweise in Zukunft kein Problem mehr für uns alle sein. Aber dadurch muss man den Mut haben, so ein Thema auch offen anzugehen. Deutsche Wissenschaftler haben hier eingemahnt, dass man in der Debatte eben diese wissenschaftlichen, ethischen und rechtlichen Möglichkeiten dieses Genome-Editing offen ansprechen muss und eine öffentliche Debatte darüber starten muss. Aber die gibt es nicht. Die Bioethikkommission bei uns im Bundeskanzleramt hat bis jetzt eine Sitzung dazu gehabt, wo wir mal darüber geredet haben, was macht eigentlich der Rest der Welt. Weiter sind wir in Österreich noch nicht gekommen. Aber wir müssen uns eben schon auch Gedanken darüber machen, nicht alles, was neu ist, ist immer gut.
Wir sollen und müssen uns auch selbst die Frage stellen, ist es das, was wir wollen? Aber dann müssen wir mal dahin kommen, diese Dinge zu erkennen. Und deshalb vielleicht zum Schluss ein Zitat auch von Adolf Loos. Man darf nur dann etwas Neues machen, wenn man etwas besser machen kann. Und da müssen wir hin. Danke.